Für uns beobachtet Carsten Thurau die Pegida-Kundgebung in Dresden. Carsten, was ist denn heute nach den Ereignissen in Frankreich anders als sonst? Ja, was den Zuspruch angeht, Christian, ist es schwer zu sagen, ob heute mehr Menschen teilgenommen haben als an anderen Montagen. Verlässliche Zahlen der Polizei liegen erst in ein, zwei Stunden vor. Mein Eindruck ist ja, es waren mehr. Das mediale Interesse ist auf jeden Fall größer. Auch internationale Sender sind hier. CNN berichtet live aus Dresden. Und was die Stimmung angeht, sie ist in der Tat etwas ruhiger, etwas gedämpfter gewesen, auch in den Reden von der Kundgebung, die gerade zu Ende gegangen ist. Man bemüht sich hier zu sagen, dass man die Ereignisse von Paris und auch Terroranschläge in Nigeria nicht für seine Zwecke instrumentalisieren möchte. Nichtsdestotrotz, den Sprechchor Lügenpresse habe ich hier heute auch schon gehört. Jetzt gibt es ja heftige Kritik auch aus Frankreich an Pegida. Wir haben es gerade gesehen, da wehrt man sich, vereinnahmt zu werden. Hinterlässt das einen Eindruck bei den Demonstranten in Dresden? Nein. Und wenn, dann heißt es hier jetzt erst recht. Also die Kritik aus Frankreich wurde hier bei der Kundgebung, die gerade zu Ende gegangen ist, überhaupt nicht thematisiert. Und was die Kritik der deutschen Politik angeht, es gab ja die Forderung, diese Veranstaltung heute, abzusagen. Also was diese Kritik angeht, da scheint es die Menschen hier nur noch zu beflügeln. Lügner! Ihr seid alle Lügner! Es ist also nicht ganz einfach, wie wir sehen, zu berichten von dieser Kundgebung. Trotzdem ist, glaube ich, die Information rübergekommen. Carsten Thurau, herzlichen Dank nach Dresden. Und wir haben weitere